An einem kühlen Novembertag sind wir nach Siegen-Maiswinkel gefahren. Hier treffen wir Kurt Orndorff, einen Landwirt, der mit seinen Pferden ein Feld umpflügt. Normalerweise ist das nichts Besonderes, aber mit drei Kaltblutpferden sicher einmalig in Deutschland. Der 44-jährige Kurt sagt, die einen gehen auf den Trimpfad, ich gehe auf den Trip mit meinen Pferden. Ja, die drei Pferde sind die einzigsten Kaltblutpferde oder Eiweißpferde bei uns auf dem Hof. Wir machen natürlich nicht alles mit Pferden. Ich versuche eben, man muss sagen, hobbyhalber mit Pferden viel zu machen. Der Kartoffelanbau wird mit den Pferden komplett bewerkstelligt, vom Pflügen normalerweise bis zum Ausmachen. Wir pflanzen nach alter Pferdersitte wie vor 20, 30 Jahren die Kartoffel und werden gehackt, gepflegt und verarbeitet. Und dann wird das Getreide mit den Pferden geeggt und auch teilweise gesät. Nelly links, die ist die Stute, die ist 9 Jahre alt. Dann in der Mitte, das ist die Daisy, eine Tochter aus der Nelly, die ist 5 Jahre alt. Und neben rechts der Dusty, ein Weilach, ein Sohn aus der Stuten Nelly, die wird 7 Jahre alt. Die anfangen zu pflügen und der Dusty läuft eben auf dem Grünland. Dann wird er lieber fressen und zieht nicht so gut. Und weil sie dann quasi die Richtung, die sie jetzt gleich gehen werden, die ist eben von zu Hause abgewendet. Und auf dem Rückweg, wenn es wieder Richtung Heimat geht, das merken die Pferde, der Stalldrang ist dann einfach so groß, dann läuft auch der Dusty schnell, weil er immer die Hoffnung hat, er könnte doch gleich nach Hause gehen in seine Box. Und bekäme da seinen wohlverdienten Hafer, der schon auf seinem Druck weidet. Aber kaputt machen tun sich die Pferde bei mir auf keinen Fall. Und wenn wir eine Stunde mal hier geflügt haben oder eineinhalb Stunde, dann gehen wir auch nach Hause, dann kann ich auch nicht mehr laufen. Und von daher gesehen, macht das den Pferden schon irgendwie Spaß. Beim Umdrehen haben sie eben gesehen, wie diese Ketten teilweise den Pferden um die Beine schlagen. Da würde jedes normale Weinblutpferd oder jedes Reitpferd, wie in den Reitstellen heute sind, das würde Horrorzustände bekommen. Diese Pferde macht das nichts aus, weil sie einfach, ich habe zu denen oder die haben zu mir eine Vertrauensbasis aufgebaut. Also wenn die jetzt irgendwo hängen bleiben würden, wo wirklich eine bedrohliche Situation wäre, dann würden die einfach warten, bis ich sie aus dieser Situation befreie. Und das geht einfach nur, wenn man ein Vertrauensverhältnis zwischen den Pferden aufgebaut hat und dass die Pferde nichts tun müssen, quasi dazu ständig Angst haben, sie würde Schläge bekommen oder irgendetwas. Aber ein gewisser Respekt zum Fuhrmann muss schon da sein. Aber wie gesagt, da reicht bei mir meiste Zeit die Stimme. In der Reihe. Komm, da ist die, in der Reihe. Und steh, gut, steh. Was man da jetzt sieht, das ist, wenn ein Pferd mal ein bisschen zurückgeht oder ungleichmäßig zieht, wird aber trotzdem sämtliche Last auf die Pferde gleichmäßig verteilt. Also ein Pferd, das sich drückt, sieht man hier direkt, eben wenn eben dieses Teil zurückgeht. Und dann muss ich erst mit der Stimme ein bisschen motivieren. Peitsche habe ich nicht, halte ich auch nichts viel von. Man muss sich zwar durchsetzen, aber durchweg reicht einfach da die Stimme. Die vorne, die Schwengel, die an den Ketten, an den Pferden direkt befestigt sind, das sind Ortscheide von Daisy und Dusty. Die stammen aus dem Zweiten Weltkrieg noch, von der Artillerie und von Nelly sogar aus dem Ersten Weltkrieg und versehen immer noch ihre Dienste. Die Geschirre der Pferde, das sind Geschirre aus Ohio, aus Amerika. Die hatten wir einen befreundeten Farmer, der nur mit Pferden arbeitet, ein sogenannter Amischer, selbst genäht und mir hier über einen großen Teich geschickt. Und das sind einfach Geschirre, wie man sie in Deutschland schlecht bekommt oder zu fast unerschwinglichen Preisen. Es sind aber einfache Arbeitsgeschirre, wie mein Freund sie in Amerika auch benutzt. Sie sind aus Nylon. Man kann sie einfach pflegen und sind leichter im täglichen Umgang. Ein Prunkgeschirr ist einfach nicht, aber zum Arbeiten optimal.
Zu den Pferden bin ich gekommen um 1990 herum. Mein Vater hatte immer Haflinger und hat auch bis Mitte 60 mit Pferden gearbeitet, ganz ohne Schlepper. Und ich hatte schon immer Spaß an Kaltblutpferden und habe dann 1991 die Nelly gekauft als Fohlen und habe dann so langsam mit dem Arbeiten da begonnen. Meine drei Töchter und auch meine Frau, die stehen voll eben dahinter. Wenn wir auf so einem Betrieb wie wir haben, wenn da die Familie nicht hintersteht, kann man es direkt vergessen. In der Freizeit reiten die Kinder die Kaltblüter, auch wenn ab und zu ein ungewohntes Bild ist, auf so einen Dicken zu reiten. Aber sind einfach liebe, treue Partner. Was für eine Fläche bearbeiten Sie jetzt mit den Pferden hier? Wie groß ist das hier? Also dieses Feld, was ich hier rumpflügen will, das ist ein Hektar, also 10.000 Quadratmeter. Also auf Dauer will ich darauf hin, dass wir 6 Hektar Ackerland haben, dass ich wenigstens die Pflege arbeiten und das Pflügen komplett mit den Pferden erledige. Wobei nicht jedes Jahr alles gepflügt werden muss, das schaffe ich einfach nicht, weil dieses Gras, was hier ist, das bleibt eben 2-3 Jahre stehen. Und da brauchen wir eben nur in Anführungsstrichen ungefähr 2 Hektar im Jahr mit den Pferden zu pflügen, und das ist noch zu schaffen. Die Rasse ist westfälisches Kaltblut. Da ist eine Rasse, die vom Aussterben bedrohte Haustierrasse eingestuft und wird von der EU gefördert. Mit dem Fluch mache ich auch ab und zu, sind wir auf Veranstaltungen in Detmold im Freilichtmuseum alle 2 Jahre mit der Interessengemeinschaft Zugpferde. Da machen wir Schauflügen. Da wurden wir letztes Jahr mit Nelly und Dusty wurden wir dann Zweiter im Schauflügen gegen Engländer, gegen Franzosen, gegen Belgier und Deutsche. Flügen tun wir mit einem Hildebrand-Kippfluch. Der ist damals in Unna gebaut worden. Ein sehr guter Fluch, ein sogenannter Selbstgänger. Früher, da wurden die Flüge, die mussten mit der Hand geführt werden. Er führt sich effektiv selbst. Es würde ausreichen, den mit 2 Pferden zu bespannen. Aber warum soll der Dritte zu Hause stehen bleiben und aus der Boxerdumme rausgucken? Und dann können sich die Arbeit doch ein bisschen teilen. Ich will nur sehen, da ich meine komplette Ackerfläche mit den Pferden gemacht bekomme. Was soll denn hier nochmal angepflanzt werden, wenn jetzt rumgepflügt ist? Hier, wo rumgepflügt wird, hier unten in dem Bereich, da kommen nächstes Jahr Kartoffeln hin. Und dann wird dieses Gras, diese Wurzelmasse, die wird sich im Laufe des Winters zersetzen und eben für die Kartoffel das nächste Jahr die meisten Nährstoffe liefern. Mit diesem Hebel, den lege ich hier effektiv mal in diese Richtung, mal in diese Richtung, da wird diese Kette, der Zugwinkel, der wird da effektiv erstellt. Also wo die Kette, wo der Zugpunkt, der optimale Zugpunkt für den Flug ist. Das wäre in der Mitte, das wäre die Neutralstellung. Und dann habe ich eben jetzt so eingestellt, dass ich den bei jedes Mal eben die Kette ein klein bisschen verkürze auf diesem Stück. Da ist damit der optimale Winkel vom Zug zum Flugschall hergestellt wird. Kommt immer auf die Bodenverhältnisse an, das muss von Feld zu Feld, von alle paar Meter, alle 10 Meter, vielleicht kann das schon wieder anders sein, dann wird eben dieser Zugpunkt eben verstellt. Diese Technik, diese Fluchtechnik von Pferdeflügen, die ist verhältnismäßig auch auf einem hohen Stand. Das heißt, die Pferde, die achten immer darauf, was kommt für ein Kommando, ja? Die Pferde denken mit. Wenn ich mit der Nelly, das ist das beste Pferd, wenn ich damit im Kartoffelanbau bin und da muss die Nelly durch die Reihen laufen, dass am Ende vom Feld, ich brauche nicht mehr darauf zu achten, dass das in der Reihe bleibt. Ich kann mich voll auf die Hacke konzentrieren, die hinter den Pferden läuft. Das macht die alles selbstständig. Also das Pferd denkt mit. Sie fangen jetzt schon an, wieder keine Lust mehr zu haben. Und am liebsten würden sie jetzt nach Hause gehen. Tun wir auch gleich. Aber da darf man wieder den Pferden den eigenen Willen nicht lassen. Wenn ich jetzt nach Hause gehen ließe,
dann würden sie sich das merken und würden das morgen oder übermorgen genauso machen. Die müssen dann nach Hause gehen, wenn ich das will. Okay, gut. Hey. Hafer ist das, was Sie kriegen? Hafer, da waren ein bisschen fertig von dabei. Die Pferde heißen effektiv Kaltblutpferde, nicht weil sie kaltes Blut haben, wie der Name theoretisch sagt, sondern weil sie ein ruhigeres Temperament haben. Also sind als Arbeitspferde gezüchtet. Und es ist ständig Wert darauf gelegt worden, eben dass ein ruhiger Arbeitstyp wird. Das heißt, sie stehen nicht so hoch im Blut wie Araber oder was, die heißblütig sind, die aufgeregt sind, die hektisch eventuell sind. Und ein Kaltblut ist ein ruhiges, gelassenes Pferd. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ein Kaltblüter erschreckt sich auch vor irgendetwas. Nur er kommt ganz schnell wieder zur Ruhe. Der Schreckmoment bis zum, und dann Pferd normalerweise auch ein Fluchttier ist, wird einem anderen Pferd, dem was Schlimmes passiert oder sie erschreckt, das wird länger dauern. Es wird erstmal ausreißen. Und was natürlich nicht beim Kaltblüter auch nicht ausgeschlossen ist, aber durchweg der kurze Schreckmoment und dann ist wieder gut.